bei einer ungewöhnlichen Ausgabe, die durch die umfassenden Auswirkungen, die das Coronavirus verursacht hat, geprägt ist. Enorm viele Fragen von Bürgerinnen und Bürgern und Beschwerden sind dazu in den vergangenen Tagen bei uns eingelangt. Zum Thema Arbeitsmarkt, Kurzarbeit, neue Verordnungen, Einschränkung der Grundrechte, wer darf momentan was, Schadenersatz, wer ersetzt mir die Schäden, die ich gerade erleide und vieles mehr. Und insbesondere die juristischen Aspekte der derzeitigen Ausnahmesituation wollen wir heute mit kompetenten Gästen besprechen. Gott sei Dank haben wir neuerdings einen ziemlich voluminösen Tisch im Studio, sodass wir die Mindestabstände zueinander einhalten können. Ich habe mir ehrlich gesagt immer gedacht, der ist zu groß, der Tisch, aber für heute passt er sehr gut. Ich begrüße Volksanwalt Bernhard Achitz an meiner Seite. Er ist anerkannter Sozialrechtsexperte. Aufgrund seines beruflichen Werdegangs kennt er die Realverfassung in Österreich sehr gut. Er war unter anderem leitender Sekretär im ÖGB. Und er hat sich aufgrund der außergewöhnlichen Situation bereit erklärt, sozial- und arbeitsrechtliche Fragen zu beantworten, auch wenn sie nicht ins Aufgabengebiet der Volksanwaltschaft fallen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und auf der anderen Seite begrüße ich Professor Martin Spitzer, Professor für Bürgerliches Recht und Zivilverfahrensrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien. Guten Abend und vielen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Und Professor Harald Eberhardt, Professor für Öffentliches Recht an der Wirtschaftsuniversität Wien. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wie ist derzeit die Stimmungslage in Österreich? Wir Fernsehjournalisten leben ja davon, dass uns Menschen mit Kamera und Mikrofon in ihre Häuser lassen, uns in jeder Hinsicht nah an sich heranlassen. Aber das ist seit kurzem nicht mehr in der Form möglich wie früher. Auch wir müssen Abstand halten, um andere und uns selber zu schützen. Wir haben lange nachgedacht, wie können wir das einhalten und trotzdem einen Einblick in den plötzlich so anderen Alltag der Menschen ermöglichen. Und da hatte meine Kollegin Sabine Zink die Idee, sich einfach einmal in der Hausanlage umzuhören, in der sie selber auch wohnt und in der es möglich ist, an die Menschen heranzukommen, ohne ihnen zu nahe zu kommen. Eine wichtige Rolle spielt dabei eine lange Stange mit einem Mikrofon drauf. Dieser Tage liegen die Geschichten wirklich vor der eigenen Haustüre. Ich wohne in einer Reihenhausanlage in Wien. Rund 40 Häuser, an die 100 Nachbarinnen und Nachbarn. Ich möchte erfahren, wie sie mit der aktuellen Situation umgehen, wie sie zurechtkommen, welche Fragen sie haben. Die Welt ist eine andere geworden. Wenn man unter der Woche am Vormittag durch die Anlage geht, stehen normalerweise fast keine Autos mehr vor den Häusern. Die Menschen sind arbeiten oder unterwegs. Nicht zu dieser Tage. Fast alle meine Nachbarn sind zu Hause. Alles ist anders. Auch unsere Arbeitsweise. Wir bleiben für die Aufnahmen draußen vor der Türe. Ich bitte meine Nachbarn nur auf den kleinen Balkon überm Hauseingang. Wir verwenden eine lange Mikrofonstange. So, wir richten uns im Sicherheitsabstand ein. Leben und Arbeiten mit Sicherheitsabstand. Wie geht es groß und klein damit? Also, ich habe eigentlich gar keine Angst, nein. Und man muss erst beginnen, sich ordentlich zu organisieren, glaube ich. Das kann man vielleicht am Anfang noch nicht so. Wer sitzt wo, wer macht was, wer hilft wem. Das, glaube ich, ist eigentlich die größte Herausforderung, dass man den Tagesablauf ordentlich organisiert. Fürchtest du dich, Theo? Nein, ich fürchte mich überhaupt nicht. Moment. Ja. Wir haben gleich am ersten Tag oder am Sonntag, wie wir das erfahren haben, haben wir eine kleine Familienkonferenz gemacht und uns überlegt, wie wir einen Tagesablauf gestalten können. Wir waren alle seit Freitag nicht mehr außer Hauses. Warum so streng? Ja, erstens mal fürchten wir uns in gewisser Weise und da es nicht notwendig ist für uns. Also ich muss, wie gesagt, nicht in die Arbeit, sondern Arbeit von daheim. Die Kinder sollen nicht in die Schule und gehen daher auch nicht in die Schule. Und wir haben genug eingekauft, wir backen selber Brot und wollen derzeit das Haus überhaupt nicht verlassen. Ich werde heuer 73 Jahre alt. Und meine Partnerin ist 55 vorbei, hat aber vor 5 oder 6 Jahren einen Herzinfarkt gehabt. Und aufgrund dessen gehört sie auch zur Risikogruppe. Ist im Schuldienst und dort wird auch Rücksicht drauf genommen. Und wie verhaltet sie euch jetzt im Alltag? Also eigentlich ganz normal, außer dass wir nicht rausgehen, ein bisschen zueinander auch Abstand halten und leben eigentlich ganz normal und halten uns an die Instruktionen, die es gibt.
Viele meiner Nachbarinnen und Nachbarn machen seit einer Woche Homeoffice. Eine wachsende Herausforderung. Familie, Schule und Beruf, alles unter einem Dach. Ja, es ist insofern eine Herausforderung, weil man ja beruflich auch ab und zu Telefonate führen muss, die man nicht aufschieben kann mit Kunden. Und da wird es dann schon, wenn die Kinder gerade was wollen, muss man ihnen halt sagen, jetzt musst du halt ein bisschen warten. Und wir werden das dann erledigen. Die Kinder bekommen jeden Tag in der Früh von der Schule, von der Lehrkraft, die Aufgaben zugesendet, die sie dann den Tag über machen. Das ist schon eine Herausforderung, die Aufgaben zu Hause zu bewältigen, weil in der Schule ist es halt doch ein geregelter Ablauf mit den Stunden. Da machst du das, an dem Tag machst du halt diese Sache. Aber da kommt halt alles auf einmal. Die Mathematiklehrerin eines der Mädchen wohnt nur ein paar Häuser weiter. Eine Umstellung ist das Ganze auch für sie. Carina hat selbst drei Kinder, die jetzt auch zu Hause sind. Ja, die drei Kinder sind zum Glück von meinem Mann versorgt und ich bin einfach oben am Computer. Ich bin einfach nicht da, wie ich auch sonst nicht da wäre und kriege nur mit Beruhigung mit, dass alle drei Söhne auch arbeiten kriegen. Viele hier in der Hausanlage haben das Glück, in noch sicheren Jobs zu arbeiten. Aber nur ein paar Schritte weiter draußen auf der Straße ist das anders. Es ist eher, dass ich mir insgesamt um Menschen Sorgen mache, die halt jetzt nicht so einen fixen Job haben wie ich in einem großen Unternehmen, sondern die ein Frau-, ein-Mann-Betrieb sind und die uns auch natürlich ans Herz gewachsen sind, die hier in der unmittelbaren Umgebung sich befinden, wie zum Beispiel der Buchhändler oder auch die Buchbinderin. Solche Geschäfte oder auch Blumengeschäft. Aber auch Nachbarin Ingrid ist so ein Beispiel. Sie ist erfolgreiche Stimm- und Kommunikationstrainerin. Ein Ein-Frau-Unternehmen. Sie war fast bis Jahresende gut gebucht. Und jetzt? Also im Augenblick ist es so, dass mein Umsatz auf null zurückgegangen ist bei gleichbleibenden Kosten. Innerhalb von 2 Wochen. Und es sind jetzt geplante Seminare bis sicher Ende April. Also ich schätze sogar, dass man das ganze 2. Quartal abschreiben muss. Das heißt, ich gehe von 3 Monaten aus, wo einfach nichts hereinkommen wird. Wie bewältigt man das als Unternehmerin? Im Moment weiß ich das noch nicht. Seit Neuestem wird in unserer Hausanlage frisches Obst und Gemüse angeliefert. Ein paar Nachbarn haben sich zusammengetan und gemeinsam bestellt. Das spart Einkäufe. Wir stellen unsere Obst- oder Gemüsekisten vor die Tür. Entweder benachrichtigen wir die Kunden im Vorhinein per Telefon, dass wir jetzt liefern, dass sie auch wissen, aha, da steht Obst und Gemüse vor der Tür, das ist auch hineinholen. Aber wir nehmen weder Bargeld noch wir klingeln nicht, also es ist komplett kontaktlos. Das Unternehmen, welches jetzt Kisteln vor die Haustüren liefert, hat die Waren bis vor kurzem fast ausschließlich Kunden in der Gastronomie zugestellt. Ein Markt, der vollkommen zusammengebrochen ist. Und so hat man rasch umgeschwenkt. Dass die Nachfrage bei Privaten so groß sein würde, darüber war der Chef der Firma selbst überrascht. Wir haben über alle Varianten nachgedacht. Also sowohl das Thema Kurzarbeit als auch der Weg in die Arbeitslosigkeit wurden intern viel diskutiert. Zum Glück kam es nicht dazu. Und Mitarbeiterstand ist derzeit bei 14 und ab morgen werden es wahrscheinlich 17, wenn nicht sogar 18 sein. Das heißt, Sie sind fast so Gewinner in der Krise. Naja, aus der Not heraus haben wir eine gute Idee gehabt, sagen wir so, die gut angenommen wird. Wir sind glücklich, dass wir den Leuten helfen können und dass wir auch intern gut strukturiert sind und dass das gut läuft. Ja. Und dass Sie ein Geschäft machen? Natürlich, ja. Jeder geht anders mit dieser Krise um. Manchen gelingt es besser, manchen weniger gut. Dieses Ungleichgewicht könnte gute Nachbarschaft ein wenig ausgleichen und tut es auch. Das war eine Welle, kurz nachdem die Restriktionen des Ausgehens da waren, kam ein Mail nach dem anderen. Wir haben eine ganz gute Vernetzung da in der Anlage. Wenn wer was braucht, nur sagen, nur machen, das beruhigt einem, sage ich einmal. Und da weiß man, man ist gut aufgehoben. So wie wir insgesamt auch eine sehr gute Nachbarschaft haben und füreinander da sind oder allein das Gefühl da ist, dass der andere auf einen schaut oder dass man sich jederzeit an jemanden wenden kann, aus welchem Grund auch immer, ist für mich eine wirklich sehr, sehr feine Beruhigung und gibt ein gutes Gefühl, eben nicht alleine zu sein. Wir müssen durch, es hilft nichts. Ja? Die Dinge, die ich nicht ändern kann, die kann ich nicht ändern. Im Kleinen, wo ich helfen kann, das werde ich tun und so werden wir alle gut überleben.
Bei den Gesprächen mit meinen Nachbarn habe ich immer wieder gehört, dass wir jetzt gerade die Dinge vermissen, die vorher einfach nur selbstverständlich, aber gar nichts Besonderes waren. Ich brauche keine 20 Jeans, ich brauche keine 27 Blusen, ich brauche keine 10 Sonnenbrillen. Ob ich jetzt neue Schuhe bestellen kann oder nicht, das ist plötzlich vollkommen irrelevant. Ich brauche Telefonate mit meiner Familie. Ich habe eine Tochter sitzen in Deutschland, zu der kann ich nicht und sie kann nicht her. Ich rufe ganz viele Freunde an, führe viele persönliche Gespräche und merke, dass der Herzkontakt zum Menschen das ist, was im Augenblick wirklich zählt. Was mir am meisten Sorgen macht, ist diese Ungewissheit, wie lange das dauern wird. Also, dass du eigentlich nichts mehr planen kannst, dass du eigentlich von einem Tag auf den anderen lebst, das ist etwas, was wir, glaube ich, alle erst lernen müssen. Das ist etwas, was man früher eher so als hehres Ziel gesehen hat, so mehr im Moment leben, mehr im Heute leben. Jetzt ist man dazu gezwungen und jetzt wird es einem eigentlich ein bisschen unheimlich. Ne? Wir nennen unsere Hausanlage seit jeher Wohnarche. Ein Wort, das in diesen Tagen eine ganz neue Bedeutung bekommt. Viele Österreicherinnen und Österreicher haben sich pragmatisch in diese neue Situation gefügt. Aber es gibt eben auch Sorgen, Unverständnis oder auch einfach Fragen zu bestimmten Maßnahmen. Den juristischen Aspekten wollen wir uns widmen. Und weil wir dabei auch rechtliches Neuland betreten, bin ich sehr froh, dass ich gleich drei Top-Juristen als Experten hier im Studio bei mir habe. Wir zeigen Ihnen jetzt diverse kurze Zuspielungen, die wir gemacht haben. Und ich habe hier eine sehr, sehr lange Liste mit Fragen, die uns geschickt wurden, die wir dann hoffentlich gut abarbeiten können. Sehr oft geht es um die Frage, wie man in der nächsten Zeit zu Geld kommt, wenn Betriebe geschlossen werden müssen. Ich habe jetzt sehr weit vorausschauend eine sogenannte Betriebsunterbrechungsversicherung abgeschlossen. Die müsste normalerweise bei Epidemien diesen Ausfall zahlen, darauf hoffe ich. Aber die rechtlichen Grundlagen machen mir große Sorge, denn dadurch, dass das Epidemiegesetz außer Kraft gesetzt worden ist und keine adäquate Regelung dafür, steht zu befürchten, dass die Betriebsunterbrechungsversicherungen sagen, ja, aber gegen Ihren Betrieb genau und gegen Sie genau ist die Quarantäne nicht verhängt worden und deswegen zahlen wir nicht. Und da habe ich eine ganz große Unsicherheit. Epidemiegesetz heißt da immer. Es gibt offenbar ein Epidemiegesetz, das gilt für bestimmte Krankheiten, für anzeigepflichtige Krankheiten. Und dann haben sich viele gewundert, was da alles möglich ist. Ist das so quasi die Grundlage von vielem, was derzeit passiert? Ja, das Epidemiegesetz ist eigentlich ein sehr altes Gesetz. Es geht auf die Monarchie zurück. Das jetzige Epidemiegesetz ist aus 1950. Auch das spricht eine klare Sprache. Das ist ein Oldtimer, wenn man die Gesetzeslandschaft so betrachtet. Und dieses Gesetz stellt eigentlich darauf ab, dass wir ein räumlich begrenztes Szenario haben, wo vielleicht ein bestimmter Betrieb, vielleicht eine bestimmte Örtlichkeit gefährdet ist. Das, was wir jetzt erleben, ist die Gefährdung weit größerer räumlicher Einheiten. Und damit war klar, mit dem Epidemiegesetz allein kann man keine umfassenden Antworten geben. Und was jetzt immer wieder kommt, wo sich viele, glaube ich, auch nicht auskennen, das sind Verordnungen. Es gibt Verordnungen eines Ministers. Was ist eine Verordnung? Wie definieren Sie das? Eine Verordnung ist im Wesentlichen ein Akt, der nicht vom Parlament erlassen wird, wie Gesetze vom Parlament erlassen werden, sondern die auf Basis von gesetzlichen Grundlagen von Verwaltungsorganen erlassen werden. Die wichtigsten Verordnungen in diesen Tagen sind die Verordnungen des Gesundheitsministers über die Betretungsverbote. Und diese Verordnungen stehen dann im Zentrum vieler Fragen, unter anderem, wenn es auch um Entgeltfortzahlungen geht. Das ist ein Thema, das sehr, sehr viele betrifft. Was sind da momentan die Regelungen, Herr Volksanwalt? Na, im Moment ist es sehr schwierig und unübersichtlich. Die Dame, die hier im Beitrag gesprochen hat, ist ja Selbstständige. Ja. Und sie hat insofern recht, das Epidemiegesetz ist nicht aufgehoben. Die Verordnung, die ihr aber Einkommensausfälle bringt, ist auf einem anderen Gesetz begründet. Und daher gibt es jetzt noch keine fixe Regelung, wie dieser Verdienstentfall, dieser Verdienstentgang irgendwie ausgeglichen wird. Es wurden aber jetzt gesetzliche Grundlagen geschaffen, dass in dem Fall wahrscheinlich die Wirtschaftsministerin und der Finanzminister Verordnungen erlassen können, die Näheres über Entschädigungen für Selbstständige regeln. Bei Arbeitnehmerinnen ist die Situation etwas anders. Da gibt es Entgeltfortzahlung, wenn der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin zur Arbeitsleistung
eigentlich bereit wäre, diese aber nicht erbringen kann. Auch da hat es eine gewisse rechtliche Unsicherheit gegeben. Die wurde jetzt gesetzlich bereinigt und die Situation klargestellt. Arbeitnehmerinnen, die nicht arbeiten gehen können, weil der Betrieb zu ist, bekommen Entgeltfortzahlung, bekommen den Lohn weiterbezahlt, müssen allerdings, wenn der Arbeitgeber das verlangt, Teile ihres Zeitausgleichs und ihres Urlaubs konsumieren. Dann gibt es noch die Möglichkeiten der Kurzarbeit, die immer wieder besprochen werden. Auf das kann sich der Arbeitgeber auch einlassen. Das ist eine sehr sinnvolle Maßnahme, ja. Die Idee ist, dass die Menschen nicht gekündigt werden, auch wenn der Betrieb im Moment keine Arbeit für sie hat, sondern dass der Betrieb weiter bezahlt und dann einen Großteil dessen, was er bezahlt, vom AMS refundiert bekommt. Die Menschen selbst bekommen 80-90% ihres Entgelts weiterbezahlt, was auch sehr wichtig ist, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und die Leute haben ja Fixkosten, die müssen ihre Mieten zahlen, die müssen Lebensmittel einkaufen und so weiter und so fort. Und der Betrieb hat den großen Vorteil, und das haben wir schon bei der letzten Wirtschaftskrise gesehen, dass er, wenn die Wirtschaft dann wieder anspringt, auf erfahrene Leute zurückgreifen kann und nicht am Arbeitsmarkt wieder neue suchen muss, die er erst einschulen muss. Der Bund ersetzt dem Arbeitgeber einen Großteil seiner Kosten. Es kommt natürlich auch die Frage sehr oft von Unternehmern, ich kann aber auch meine Mitarbeiter in der derzeitigen Situation kündigen, wenn ich glaube, dass... Ja, Kündigungen sind in der derzeitigen Situation nicht verboten. Der Arbeitgeber muss sich dabei an die entsprechenden Fristen und Termine halten. Für Angestellte gilt eine mindestens 6-wöchige Kündigungsfrist, meistens zum Monatsletzten oder sogar zum Quartalsende. Diese Fristen müssen selbstverständlich weiterhin eingehalten werden. In der Kündigungsfrist sind die Arbeitnehmerinnen weiter zu bezahlen. Das heißt, an sich ist Kurzarbeit die praktikablere, vernünftigere Lösung in den allermeisten Fällen. Herr Professor, wie ist das jetzt mit den schadenersatzrechtlichen Folgen beim Epidemiegesetz oder nach dem Epidemiegesetz? Ich glaube, die Frage, die auch im Beitrag angesprochen worden ist, hat relativ viele Facetten. Das Epidemiegesetz, der Kollege Ebert hat es schon angesprochen, sieht eine ganze Reihe von Maßnahmen vor. Und für diese Maßnahmen gibt es einen Anspruch gegen den Staat auf Ersatz. Wir nennen das eine Eingriffshaftung, weil der Staat dabei durchaus tun darf, was er tut, also einen Betrieb schließen, aber trotzdem Ersatz leisten muss. Aber, der Kollege Ebert hat es eben auch schon angesprochen, da ging es immer von der Idee des Gesetzes um mehr oder weniger lokale Ereignisse und nicht darum, dass ganz Österreich zusperrt. Weil das so ist, gibt es eine neue Rechtsgrundlage, etwa für die Betriebsschließungen, als Betretungsverbote dort angeordnet. Und für diese Betretungsverbote gibt es keinen solchen Ersatzanspruch gegen den Staat. Das ist auch der Grund dafür, warum man jetzt diese große Fondslösung andenkt. Das tritt an die Stelle dieses Ersatzanspruches. Und was im Beitrag auch angesprochen worden ist, und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, ist das Thema der Betriebsunterbrechungsversicherung. Vorsicht, wie sehr oft bei juristischen Themen ist nicht alles, was eine Unterbrechung Ihres Betriebs ist, ein Fall der Betriebsunterbrechungsversicherung. Das heißt, ich kann Ihnen nur dringend empfehlen, holen Sie sich Ihre Versicherungsbedingungen her und schauen Sie sich an, was dort genau vereinbart wurde. Typischerweise, das hängt davon ab, was mit der Versicherung im konkreten Fall ausgemacht wurde, aber typischerweise ist die Betriebsunterbrechungsversicherung gedacht für Fälle, wo die Fabrikshalle abbrennt oder ein großer Wasserschaden ist, also wo an einen Sachschaden angeknüpft wird. Typischerweise sind etwa Epidemie- oder Pandemieereignisse ausgeschlossen. Und das ist insgesamt ein bisschen was, was man bei den Versicherungen sieht. Der Witz bei Versicherungen, und das gilt quer durch, ist ja, dass der Einzelne durch das Kollektiv geschützt wird. Wenn aber das Kollektiv Schutz bedarf, dann kann das Kollektiv selbst nicht mehr leisten. Das heißt, die Versicherungen haben in aller Regel für solche gigantischen Schadensereignisse Vorsorge getroffen, dass dafür nicht gehaftet wird. Das ist auch typischerweise ausgeschlossen aus der Reiseversicherung. Das heißt, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist auch bei der Dame, die wir gesehen haben im Beitrag, das Problem, dass die Betriebsunterbrechungsversicherung, weil das eine Art höhere Gewalt ist oder ausgeschlossen ist, nicht zahlt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit lässt sich aus der Distanz natürlich sehr schwer sagen. Man muss wirklich, und das gilt quer durch für alle vertragsrechtlichen Themen, das wird auch im Mietrecht gelten, das gilt bei Kaufverträgen, Sie müssen sich Ihre konkreten Vertragsbedingungen anschauen. Wenn das eine typische, eine klassische Betriebsunterbrechungsversicherung ist, dann ist nicht gesichert, dass dort Ersatz geleistet wird, sage ich jetzt einmal sehr vorsichtig. Großes Thema in vielen Mails, die wir bekommen, ist auch die Sorge, wie es mit der Pflege von Alten und Kranken weitergehen wird.
Mein Onkel zum Beispiel hat 24 Stunden Pflege. Da wird in einer Woche die Slowakin ihren Dienst beenden und dann wird er hoffentlich einen Zivildiener zugeteilt bekommen. Ist das mit den Zivildienern eine Lösung, die so einfach ist? Ganz einfach ist das nicht. Jetzt wurde der Tätigkeitsbereich von Zivildienern erweitert. Allerdings Träger der Sozialhilfe und auch der Pflege sind die Länder in der Regel. Und die müssten dann auch entsprechende Vorsorgeregelungen treffen, damit man das administrieren kann. Also es sind noch viele Landesgesetze und Landesverordnungen anzupassen an die Situation. Jetzt hat einmal der Bund sehr schnell reagiert, aber wir brauchen gerade, was Mindestsicherungsbezieherinnen betrifft, was besonders schutzbedürftige ältere Menschen, behinderte Menschen betrifft, wo Betreuungspersonen ausfallen, das muss ja nicht immer die 24-Stunden-Betreuung sein, wahrscheinlich zusätzliche Regeln der Länder, die dafür Sorge tragen, dass da weiterhin eine entsprechende Versorgung gewährleistet wird. Jetzt ist ja wahrscheinlich auch das Thema mit den hauptsächlich, glaube ich, eher fast schon rumänischen Pflegerinnen, die Schwierigkeiten haben, auch nach Österreich zu kommen, dass man da auf einer politischen Ebene wahrscheinlich eine Lösung finden muss, dass wieder eine Art von Freizügigkeit zwischen den Ländern gewährleistet wird. Ja, die Reisebeschränkungen, die es derzeit gibt und Grenzkontrollen, die es derzeit gibt, sind Teil dieser Notverordnungen. Solange sie notwendig, zweckmäßig und verhältnismäßig sind, können die aufrechterhalten werden. Das heißt, es ist auch unklar, wie lang das aufrecht bleibt. Und es mit ist, Ausnahmeregelungen vielleicht für Pflegekräfte, die wir doch wirklich sehr dringend brauchen? Ja, das werden wir in Österreich nicht allein in der Hand haben, weil die müssen durch mehrere Länder durch. Die Frage ist, ob die dort durchgelassen werden. Ich glaube, da wird man sich andere Lösungsmöglichkeiten überlegen müssen. Eine Frage, die auch oft kommt: Ich war Zivildiener. Es ist schon einige Zeit vergangen, ich bin jetzt nicht mehr Zivildiener, muss ich trotzdem damit rechnen, dass ich jetzt plötzlich wieder eingezogen werde vom Staat und Dienste leisten muss für die Allgemeinheit? Also auch dafür ist Vorsorge geleistet worden, und zwar völlig unabhängig vom Coronavirus. Es gibt Regelungen schon bisher im Zivildienstrecht über den sogenannten außerordentlichen Zivildienst. Was ist das? Das ist im Prinzip eine Zivildienstleistung für alle zivildienstpflichtigen Personen bis zum 50. Lebensjahr, wobei das, was derzeit geschieht, im Prinzip ein Freiwilliger, ein Aufruf für die Freiwilligkeit. Das funktioniert ja angeblich sehr gut, haben sich Tausende gemeldet, finde ich sehr löblich und toll. Der Mechanismus stellt darauf ab, dass es im Rahmen dieses außerordentlichen Zivildienstes um 3 Monate geht für diejenigen, die ihn derzeit leisten, dass er um diese 3 Monate verlängert wird. Etwas Ähnliches erleben wir derzeit beim Wehrdienst. Das Ganze hängt ja irgendwie auch zusammen, weil Zivildienst ja der Wehrersatzdienst ist. Hier wird genau dieses personelle Problem, das Volksanwalt Achitz angesprochen hat, versucht zu lösen, indem man hier personell zumindest den Bedarf absichert über diese Personengruppe, zu einem erheblichen Teil, wie sich zeigt, derzeit freiwillig. Aber wenn es hart auf hart geht, können Zivildiener auch verpflichtet werden, Dienste genau, zu leisten? So ist es. Das aber schon völlig unabhängig, wie gesagt, vom Coronavirus. Dann heißt es immer, tausende Milizsoldaten werden mobilisiert oder können mobilisiert werden. Wer ist jetzt Milizsoldat? Sind Grundwehrdiener, die vor einem Jahr abgerüstet haben, Milizsoldaten? Auch hier gibt es gesetzliche Grundlagen. Also man sieht, unser Gesetzessystem funktioniert an sich in dem Punkt auch sehr gut. Warum? Weil wir im Wehrgesetz Regelungen über den sogenannten Aufschubpräsenzdienst und über den Einsatzpräsenzdienst haben. Das, was der unmittelbar erste Schritt jetzt war, der ist auch schon gesetzt worden, das ist der sogenannte Aufschubpräsenzdienst. Das betrifft all diejenigen Personen, die jetzt mit Ende März abgerüstet hätten, dass die eben nicht abrüsten und daher in weiterer Folge zur Verfügung stehen für bestimmte Leistungen im Rahmen des Assistenzsystems. Das heißt, dass eben für zivile Behörden Militärpersonen herangezogen werden. Und der andere Teil, das ist das sogenannte Milizsystem, das sind diejenigen, die den Grundwehrdienst schon abgeleistet haben. Die Hauptpersonengruppe, steht zu vermuten, sind diejenigen, die in den letzten 6 Monaten abgerüstet sind, weil für die eine spezielle Regelung gibt, dass sie eigentlich noch im engsten Sinn wehrdienstpflichtig sind. Auf die wird man wahrscheinlich in einem zweiten Schritt gewissermaßen zurückgreifen. Eine Frage, die auch öfter kommt, wie ist das jetzt eigentlich mit den Fristen bei Gerichten? Da hat es ja gestern, glaube ich, eine Klarstellung gegeben. Viele Anwälte haben sich eigentlich darüber beschwert, dass das bis vor ein paar Tagen nicht ganz klar war, ob jetzt Fristen weiterlaufen, wie das mit Verhandlungen weitergeht.
Also da hat es tatsächlich eine Klarstellung gegeben, die am Freitag im Nationalrat beschlossen wird. Und diese Klarstellung erfasst nicht nur Fristen bei Gericht, sondern erfasst auch das, was wir materiell-rechtliche Fristen nennen. Da kann sich jetzt niemand was darunter vorstellen. Gemeint ist die Frist, bis zu der ich zu Gericht gehen muss, also bis zu der ich eine Klage einbringen muss. Und man muss sagen, dass da die Legistik im Justizministerium eine Mammutaufgabe bewältigt hat. Denn das ist in so vielen verschiedenen Rechtsgebieten relevant. Vom Insolvenzrecht zum Kartellrecht zum Exekutionsrecht. Und in einem sehr umfangreichen Gesetz ist das sehr, sehr ausgewogen und sehr schlau, wie ich meine, gemacht worden. Alle Fristen, die gerichtliche Fristen sind, also die Verfahren betreffen, die schon bei Gericht anhängig sind, werden unterbrochen. Unterbrochen heißt, diese Frist beginnt nach Wegfall des Unterbrechungsgrundes einfach von Neuem zu laufen. Dafür ist derzeit der 1. Mai vorgesehen. Aber es kann, die Verordnung ist heute schon angesprochen worden, durch eine Verordnung der Bundesministerin für Justiz dieser Zeitpunkt nach hinten verschoben werden. Das heißt, in dem Zeitpunkt stehen in Wirklichkeit die Verfahren still. Wer ein Urteil bekommen hat und dagegen an sich binnen 4 Wochen eine Berufung machen müsste, muss sich darum derzeit keine Gedanken machen. Und für die Fristen, die gelten, um zu Gericht zu gehen, also eine Klage anhängig zu machen, das, woran alle in dem Zusammenhang denken, sind sogenannte Verjährungsfristen, ist eine sogenannte Hemmung vorgesehen. Das heißt, in der Zwischenzeit kann nichts passieren, wenn man über das ganze Fristenthema diesen Satz drüber stellt. Es muss sich über Fristen derzeit im Bereich des Zivilrechts, des Privatrechts, im Bereich der gerichtlichen Verfahren niemand Sorgen machen. Dass man da nichts versäumt und dann die Aussage bekommt. Pech gehabt, verjährt. Genau. Eine spezielle, Wobei kann nichts passieren, ist natürlich eine relative Aussage. Was schon passieren kann, ist, dass man nicht zu seinem Geld kommt oder dass man darauf viel, viel länger warten muss, was natürlich für manche Menschen schon ein großes Problem sein kann. Gerade für Menschen, die zum Beispiel in dieser Situation hängen zwischen Arbeitslosigkeit und Berufsunfähigkeitspension. Die haben zwar länger Zeit, ihre Klage gegen einen abweisenden Pensionsbescheid einzubringen, aber sie haben ein finanzielles Problem in der Zwischenzeit. Ich glaube, über das wird man sich, wenn das Ganze länger dauert, auch noch Gedanken machen müssen. Was aber rechtspolitisch zu lösen sein wird. Ja, ja, natürlich. Also kann man auch schon aufgrund des Gesetzes lösen, weil, und das ist, glaube ich, auch eine gute Idee, es die Richterinnen und Richter in der Hand haben, Verfahren quasi auf die Überholspur zu geben. Das heißt, man kann Verfahren weiter im normalen Weg durchführen. Man muss von dieser Regelung nicht Gebrauch machen und das hängt im Prinzip von einer Güterabwägung ab. Also was dringend ist, wird auch weiterhin erledigt werden. Eine Angestellte hat uns geschrieben, darf mein Arbeitgeber darauf bestehen, dass ich das Betreuungsangebot in der Schule für meine Kinder nutze? Also die Volksschulen, die neuen Mittelschulen, die AHS-Unterstufen und Sonderschulen sind ja nur mehr, glaube ich, für Schülerinnen und Schüler offen, deren Eltern außer Haus erwerbstätig sind und deren Kinder zu Hause nicht betreut werden. Wie ist das jetzt? Ja, das ist eine schwierige Situation. Es gibt wohl die Empfehlung, die Schülerinnen und Schüler zu Hause zu lassen und zu Hause zu betreuen. Es gibt die Empfehlung an die Arbeitgeber, das zu fördern und zuzulassen. Allerdings gibt es die Betreuungsmöglichkeiten in den Schulen. Und wenn der Arbeitgeber darauf besteht, dass die Arbeit zu tun ist und ich habe keine sonstigen Gründe, warum das Kind zu Hause bleiben muss, dann sollte ich diese Betreuungspflicht vorerst einmal wahrnehmen, bis die Sache geklärt ist. Und die Kinder in die Schule schicken? Ja. Eine andere Frage zum Thema, was darf der Chef mir anschaffen? Ein Büroangestellter fragt, er hat für nächste Woche Urlaub angemeldet, jetzt kann er nicht wegfliegen. Kann der Arbeitgeber darauf bestehen, dass er den Urlaub jetzt trotzdem nimmt, weil sonst hätte er Homeoffice gemacht? Ja, Urlaub ist Vereinbarungssache zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und sowohl die ursprüngliche Urlaubsvereinbarung als auch das Zurücknehmen einer Urlaubsvereinbarung ist einvernehmlich zu treffen. In dem Fall ist es eine Sondersituation, kommt auch darauf an, wie das mit Entgeltfortzahlung und so weiter in dem Fall dann ausschaut. Hier würde ich dringend anraten, im konkreten Fall mit dem konkreten Sachverhalt eine Betreuung oder eine Beratung aufzusuchen. Wieder eine Frage zu den kleinen Unternehmern, die jetzt um die Existenz kämpfen. Meine Frage wäre, ob hier die Geschäftsleute, da denke ich eben vor allem an die kleinen Geschäfte, ob die währenddessen, wo jetzt alles sozusagen stillsteht, ob die da auch ihre Miete zahlen müssen und ob es da eventuell Möglichkeiten gäbe, diese Leute auch zu stützen in der einen oder anderen Form. Herr Professor Spitzer.
Ja, also wenn die Rede ist von den kleinen Geschäftsleuten, also die Friseurin ums Eck oder der kleine Händler für Elektronikwaren, dann ist dort die gesetzliche Anordnung eigentlich ganz klar, wenn der Mietgegenstand nicht gebraucht werden kann, aus Gründen, für die keiner was kann, unter anderem spricht das Gesetz explizit von solchen, dann trägt das Risiko dafür der Vermieter. Das bedeutet, es muss kein Mietzins gezahlt werden. Jetzt habe ich heute Vormittag mit einem Anwalt gesprochen, der mir sagt, sein ganzes Büro arbeitet auf Basis von Homeoffice und er hat mit dem Vermieter einer Bank Kontakt aufgenommen und hat gefragt, wie das jetzt mit Mietzinszahlungen und Reduktionen ist. Und die Bank hat ihm gesagt, naja, sie sehen das überhaupt nicht so. Er kann ja den Mietgegenstand weiterhin benutzen und es sollen alle seine Mitarbeiter halt einen Meter Mindestabstand halten. Tatsächlich setzt das Gesetz voraus, dass der Mietgegenstand nicht gebraucht werden kann. Und wenn es zulässig ist, in diesem Betrieb noch zu arbeiten, das heißt, wenn dort Homeoffice nicht zwingend erforderlich ist, dann kann der Mietgegenstand auch noch gebraucht werden. Das heißt, wäre ich die Bank, würde ich mich auch auf diesen Standpunkt stützen. Die Frage eines Bauarbeiters, die mich ein wenig nachdenklich gemacht hat. Er schreibt, man hört, man soll möglichst wenig Kontakt nach außen haben, nicht zu nah mit Menschen in Kontakt treten. Das gilt aber alles nur, wenn für die Wirtschaft keine zu großen Einbußen entstehen. Der Bau fällt da raus. Er fährt jeden Tag vom Burgenland nach Wien zu 8 in einem Auto, Schulter an Schulter, Frühstück und Mittagessen im Container zu 12. Wir arbeiten den ganzen Tag auf der Baustelle. Ich finde ja die Schritte der Regierung gut, doch sollten diese für jeden gelten und der Bau nicht behandelt werden wie Menschen zweiter Klasse, die den Chefs der Betriebe ausgeliefert sind. Mhm. Also was da beschrieben wird, ist auf jeden Fall nicht in Ordnung, wenn da zu 8 in Bussen gefahren wird, eng beisammen sitzend und zu 12 in einem Container gegessen wird. Das kann man, glaube ich, festhalten. So ist es, ja. Also auch bei der beruflichen Tätigkeit ist ein Abstand von einem Meter einzuhalten. Und dafür hat der Arbeitgeber im Zuge seiner Fürsorgepflicht und aufgrund der Verordnung Sorge zu tragen. Das heißt, er muss einfach andere Transportmöglichkeiten zur Verfügung stellen, andere Pausenmöglichkeiten zur Verfügung stellen, wenn überhaupt die Tätigkeit unter diesen Bedingungen fortgesetzt werden kann. Und wie ist das jetzt? Das hören wir auch immer wieder aus der Baubranche, dass die Bauunternehmer klagen, dass die Bauherren sagen, bitte, die Fristen müssen eingehalten werden. Wir haben Pönalen vereinbart, macht den Bau fristgerecht fertig. Können die das jetzt unter diesen Umständen wirklich verlangen? Ich glaube, der entscheidende Punkt ist das, was der Herr Volksanwalt gesagt hat, nämlich ob der Bau unter diesen Bedingungen überhaupt fertiggestellt werden kann im Moment. Denn klar ist, was nicht erlaubt ist, was nicht zulässig ist, dazu kann ich auch niemanden verpflichten. Das gilt auch für das Bauunternehmen. Und wenn Sie von Pönalen sprechen, Pönalen sind in Wirklichkeit sowas wie ein pauschalierter Schadenersatz. Da ist das gesetzgeberische Grundkonzept, wenn man selbst nichts falsch gemacht hat, also wenn man sich so gut, wie man das halt kann, bemüht hat, dann gibt es auch keine Pönalen, dann gibt es auch keinen Schadenersatz, der zu bezahlen ist. Für große Aufregung hat auch gesorgt, dass ein Telekommunikationsunternehmen Bewegungsprofile seiner Mobiltelefonbenutzer der Regierung zur Verfügung gestellt hat. Durch Analysen der Bewegungsströme kann nämlich nachvollzogen werden, ob sich die Österreicherinnen und Österreicher an die von der Regierung verordneten Maßnahmen halten. Dieses Tracking zum Beispiel über Mobilfunkbetreiber, also wo man schaut, wie viele Leute sich wo aufgehalten haben. Also das finde ich, das schrammt sehr stark an. Also ich kenne die Gesetzeslage nicht genau, aber das macht mir schon Sorgen. Herr Professor. Ja, es schrammt nicht nur, sondern es ist mitten im Verfassungsrecht, mitten im grundrechtlichen Bereich. Wir reden in diesen Tagen sehr viel über Krisenlösungen. Wir reden relativ wenig über Grundrechte, über die werden wir in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich noch viel, viel schärfer zu reden haben. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sobald diese Bewegungsprofile erstellt werden, stellt sich die Frage nach dem Grundrecht auf Datenschutz. Das Grundrecht auf Datenschutz stellt darauf ab, dass personenbezogene Daten nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen verarbeitet werden dürfen. Grundfrage bei dem Tracking ist, inwieweit werden hier personenbezogene Daten verarbeitet? Und wenn das nicht passiert, ist es vielleicht deswegen, weil das anonymisierte Daten sind. Das sagen die Unternehmen. Alles anonymisiert, man kann das nicht nachverfolgen. Genau, solange das anonymisiert ist, das heißt, solange es überhaupt keine Rückführbarkeit zu personenbezogenen Daten gibt, ist das außerhalb des Datenschutzrechts. Mhm.
Wenn es allerdings auch, da muss man sich die konkreten technischen Spezifikationen dann auch anschauen, wenn das möglicherweise doch rückführbar ist, wenn das vielleicht auch nur pseudonymisierte Daten sind. Was heißt pseudonymisiert? Pseudonymisiert heißt, dass man mit bestimmten technischen Verfahren eine Rückführbarkeit sehr wohl vornehmen kann. Dann ist man im Grundrecht auf Datenschutz und das bedeutet auch, dass man das unter Eingriffsgesichtspunkten überprüfen muss. Dafür gilt dann, wie bei allen Grundrechten, eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Sehr viele Fragen, Sie haben es eh gerade angesprochen, gibt es auch jetzt schon zum Thema, wie ist das mit den neuen Verordnungen? Was darf ich noch? Wann kann ich bestraft werden? Wie hoch sind eigentlich die Strafen für Leute, die es immer noch nicht glauben, die zum Beispiel zu zehnt nach wie vor im Volksgarten herumsitzen? Und wer darf diese Strafen aussprechen? Die Polizei oder das Bundesheer oder beide? Wann darf man eingreifen, wenn Menschen, die in Quarantäne gehören, sich nicht daran halten und das Haus verlassen wollen? Ist es gerechtfertigt, dass die einschreiten und den hindern, das Haus zu verlassen? Nehmen wir zuerst einmal die Frage, die zu Beginn gestellt wurde. 10 Personen sitzen im Park beisammen. Oder was wir auch immer wieder hören, in meiner Nachbarwohnung werden Corona-Partys gefeiert. Da treffen sich noch immer Leute, offenbar zu 10 oder zu 15, und machen Party. Wer ist da zuständig? Ist das die Polizei? Kann man die Polizei anrufen? Muss die dann tätig werden? Was sind die Strafen, die verhängt werden können? Ja, also das Wichtigste in dem Punkt, und das ist mir sehr wichtig, auch hier klarzustellen, es gibt eine klare Strafregelung in diesem Punkt, die stellt darauf ab, und zwar auf gesetzlicher Ebene, im Übrigen nicht auf der Verordnungsebene, dass das bis zu 3.600 Euro Geldstrafe sein können. Wie immer bei strafgesetzlichen Regelungen, das sind Verwaltungsstrafregelungen, geht es hier um eine Höchstgrenze. Und das ist der wichtige Punkt. Die Grundrechte, die vorher auch angesprochen wurden, verlangen nun, dass man hier auch verhältnismäßig vorgeht. Das ist das, was ja momentan passiert. Wir hören das ja tagtäglich, dass die Polizei momentan auf einer eher niederschwelligen Ebene die Leute darauf hinweist, passt auf, das ist ein Problem, wenn es größere Gruppen zum Beispiel sind oder wenn die Abstände nicht eingehalten werden. Wenn das nichts fruchtet, dann können diese Strafen verhängt werden. Zuständig dafür ist die Verwaltungsstrafbehörde, das ist in der Regel die Bezirkshauptmannschaft oder in Wien ist also das Landespolizeidirektion. Dort bei der BH werden genau, Strafen verhängt. So ist es. Die sind zuständig und das ist der wichtige Punkt. Sonst niemand anderer, auch nachdem das immer wieder jetzt medial kursiert. Wenn das Bundesheer hier in irgendeiner Weise in Erscheinung tritt, dann auf jeden Fall nur im Rahmen einer Assistenzleistung. Die haben weder Strafbefugnisse noch irgendwelche Zwangsbefugnisse. Die hat nur die Polizei. Selbsthilfe, keine gute Idee. Und genau das Sheriff sein. Genau das hängt damit zusammen. Auch wenn wir hier relativ schwierige Zeiten durchleben, wir leben nach wie vor in einem Rechtsstaat. Und zu einem Rechtsstaat gehört, dass es auch keine Selbstjustiz und keine Selbsthilfe gibt, sondern das, was es gibt, ist die Möglichkeit, die es immer gibt, nämlich die zuständigen Behörden zu kontaktieren. Ich nehme mal an, dass gerade nach dieser ersten Phase der Sensibilisierung hier das auch sehr ernst genommen wird. Das heißt, wenn so etwas passiert, wenn Corona-Partys gefeiert werden, heißt das Verständigung der Exekutive und die leitet die weiteren Schritte ein. Ähnlich vermutlich auch die Antwort auf die Frage von dem Herrn mit der Sonnenbrille. Irgendjemand, von dem man weiß, der ist eigentlich in Quarantäne, geht auf der Straße herum oder geht in den Supermarkt. Verständigung. Das ist genau der gleiche Fall. Herr Professor Spitzer, eine Frage, die möglicherweise in den nächsten Wochen auf uns zukommen wird, ist, wenn jetzt wirklich die Menschen auf engem Raum in den Wohnungen miteinander leben, könnte es auch zu häuslichen Konflikten kommen. Wie geht das jetzt aus, wenn es ein Betretungsverbot zum Beispiel gegen einen gewalttätigen Ehemann gibt? Was ist da wichtiger, die Wegweisung des Mannes oder die Einhaltung der Quarantänebestimmungen? Ich glaube, die erste wichtige Information ist tatsächlich für alle Betroffenen, wenn es zu häuslicher Gewalt kommt, dann kann die Polizei eine Wegweisung aussprechen. Das bedeutet, die Person muss dann den gemeinsamen Haushalt verlassen. Jetzt wirkt es natürlich ein bisschen schwierig, wenn gleichzeitig Quarantäne ist, weil wo soll denn die hin? Aber bei der Abwägung der konkreten Gefahr für eine konkrete Person auf der einen Seite, häusliche Gewalt, und der abstrakten Gefahr für einen großen Personenkreis auf der anderen Seite, Corona-Situation, ist völlig klar, und das haben die beiden zuständigen Ministerinnen, Frau Raab und Frau Zadic, ja auch schon klar gemacht, dass die individuelle Sicherheit vorgeht. Das heißt, und das ist wichtig für alle Betroffenen, es ist selbstverständlich weiterhin möglich, dass eine Wegweisung stattfindet. Und es muss dann halt dafür gesorgt werden, dass der Weggewiesene anderswo unterkommt. Aber das ist nicht Aufgabe des Opfers. Die große Frage des Spazierengehens, die alle sehr bewegt. Spazierengehen ist noch für Einzelpersonen erlaubt, nicht in Gruppen.
Gibt es da unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern? Ja, in der Tat ist das so. Nämlich die Entwicklung hat ja da auch eine gewisse Dynamik gezeigt. Hotspot war ja zunächst auch, was diese Betretungsverbotsregelungen betrifft, das Bundesland Tirol aus den bekannten Umständen. Dort war in den einschlägigen Regelungen und ist bis jetzt vorgesehen, dass es keine Spaziergängerklausel gibt. Das würde bedeuten, dass man also den Wohnsitz wirklich nur verlassen kann, um zum Beispiel ärztliche Leistungen in Anspruch zu nehmen, einkaufen zu gehen. Allerdings nicht nur das, was man für gewöhnlich tut, wenn man sonst eingesperrt ist, unter Anführungszeichen mal frische Luft zu schnappen. Obwohl das dort nicht drinnen steht, in den Tiroler Regelungen ist klargestellt worden, da sieht man wiederum, es kommt auf die Vollziehung fast mehr an als um den Wortlaut der Bestimmungen in diesen Tagen. Das wird nicht vollzogen. Also in Tirol dürfen auch einzeln spazieren gehen. In Tirol ist die Luft so gut, dass es dort noch grundrechtsproblematischer wäre, nicht an die frische Luft zu gehen. In ganz Österreich, und das ist die wichtige Message jetzt auch, die Verordnung, die für ganz Österreich gilt und die jetzt auch verlängert wird bis zum Ostermontag, die sieht ganz klar vor, dass man unter genau diesen Voraussetzungen eben alleine oder eben in Partnerschaft befindlich nicht in größeren Gruppen und mit Mindestabstand auf jeden Fall das Haus verlassen kann. Und das ist auch grundrechtlich notwendig. Wir springen wieder zu einem anderen Thema, das auch sehr oft gefragt wird. Herr Professor Spitzer, wie schaut das jetzt mit Stundungen und Ratenzahlungen aus? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der wahrscheinlich viele Leute beschäftigt, weil wenn gerade weniger Geld reinkommt, ändert es ja nichts daran, dass alles Mögliche an Geld noch rausgehen sollte. Was ich allen empfehlen kann, ist, einmal für sich eine Art Finanzstatus zu machen, zu schauen, was muss ich denn eigentlich monatlich bezahlen? Insbesondere diese laufenden Zahlungen sind ein Thema. Das heißt Miete, Versicherungsprämien, aber auch Internet, Mobiltelefon und so weiter und so fort. Und dann wäre es, glaube ich, gescheit, sich zu überlegen, wenn das Geld knapper wird, dann wäre es gescheit, sich zu überlegen, was sind die Bedürfnisse, die ich unmittelbar und unbedingt befriedigen muss. Es ist keine gute Idee, die Kfz-Haftpflichtversicherungsprämie nicht mehr zu bezahlen. Es ist keine gute Idee, die Miete nicht mehr zu bezahlen. Wo habe ich vielleicht die Möglichkeit, dass ich zwischendurch meine Zahlungspflichten reduzieren kann? Das gibt es zum Beispiel bei den Lebensversicherungen, das gibt es zum Beispiel bei den Krankenversicherungen, dass man die Zwischenzeit ruhestellen kann. Das ergibt sich aber alles oft aus den Verträgen erst. Das heißt, schauen Sie nach in den Vertragswerken, die Sie dazu haben. Und das ist die, glaube ich, allerwichtigste Botschaft, nehmen Sie Kontakt mit Ihren Gläubigern auf. Es ist keine gute Idee, darauf zu hoffen, dass alles von selbst irgendwie sich regeln wird. Und es ist auch keine gute Idee, darauf zu hoffen, dass, wenn man jetzt die Rechnungen einmal ein paar Monate nicht zahlt, während der Krise nichts passiert. Ja, aber bei der Miete könnte es doch bei einigen Personen recht eng werden, die jetzt ein paar Monate lang keine Einnahmen haben. Da wird man möglicherweise auch eine politische Lösung finden müssen, um das Problem zu lösen. Das wäre wahrscheinlich vernünftig, denn eine zusätzliche Obdachlosigkeit in der momentanen Situation hilft keinem. Was wir auch sehr oft gefragt werden, ist, mein Arbeitgeber möchte eine einvernehmliche Lösung mit mir finden, wo ich eher Bedenken habe, ob die für mich gut ist. Die Bedenken haben die Menschen zumeist zu Recht, denn die einvernehmliche Lösung heißt, dass das Dienstverhältnis zu einem vereinbarten Zeitpunkt endet. Das heißt, in der Regel verzichten die Arbeitnehmerinnen dann auf die Kündigungsfrist und gerade dann, wenn sie vor einer finanziell schwierigen Situation stehen, vor einer längeren Arbeitslosigkeit stehen, erschwert das ihre finanzielle Situation vor allem noch zusätzlich. Das heißt, der Tipp hier ist, ja, nicht voreilig etwas unterschreiben, bitte nicht zuerst unterschreiben und dann fragen, sondern zuerst Beratung suchen und dann erst unterschreiben oder eben auch nicht unterschreiben, sondern auf Alternativen aufmerksam machen, wie die Kurzarbeit. Herr Professor, wie ist das jetzt bei den Grundrechten, wenn man den Eindruck hat, dass da etwas nicht verhältnismäßig, nicht mehr angemessen, überschießend ist? Was kann man da als Bürgerin oder als Bürger tun? Sich ja, darüber ärgern und in 3 Jahren darauf warten, dass der Verfassungsgerichtshof sagt, war nicht in Ordnung? Ja, ärgern ist nie gut und deswegen leben wir auch hier nach wie vor, und das ist gut so, unter rechtsstaatlichen Bedingungen. Ich kann mich, wie der Fall ja auch zeigt, den wir angesprochen haben, jetzt mit ganz anderen Fristen, weil die nämlich momentan eben ruhen bis 1. Mai, gegen sämtliche Akte, die vom Staat gesetzt werden. Und da geht es jetzt ja gar nicht nur um die Gesetze und um die Verordnungen, sondern es geht um das, was tagtäglich passiert. Möglicherweise Akte
der Polizei. Das sind Akte, gegen die man sich unter ganz normalen Bedingungen wie auch sonst zur Wehr setzen kann. Dafür gibt es die einschlägigen Beschwerden bei den Verwaltungsgerichten. Das funktioniert alles weiter. Und, da gibt's aber man glaubt, dass man beim Spazierengehen ungerecht behandelt worden ist. Zum Beispiel auch dann, wenn in diesem Zusammenhang möglicherweise Zwangsakt gesetzt werden. Das ist ja nicht ausgeschlossen, sind hier Polizeizuständigkeiten, wie angesprochen. Aber was vielleicht auch im einen oder anderen Fall, es gibt ja schon mehrere hundert Anzeigen, die wahrscheinlich zu entsprechenden Strafbescheiden führen werden. In diesen Fällen gibt es genauso wie gegen alle anderen Akte, die gesetzt werden, entsprechende Rechtsmittel. Der Rechtsstaat ist intakt und wir werden darüber dann auch entsprechende Entscheidungen bekommen. Viel schneller, als wir das möglicherweise befürchten, wird es die Strafbescheide geben, aber auch die Rechtsmittel dagegen. Und wenn der Instanzenzug ausgeschöpft ist und man hat noch immer das Gefühl, dass man ungerecht oder rechtswidrig behandelt wurde, kann man sich noch immer an die Volksanwaltschaft wenden. Was wir auch sehr oft bekommen, das sind Fallschilderungen, wo Menschen wirklich verzweifelt sind. Vielleicht nur ganz kurz ausschnittsweise, weil gebeten wurde, dass man es zumindest öffentlich macht. Da schreibt ein Physiotherapeut: Ich habe in den letzten Tagen die gesellschaftliche Verantwortung wahrgenommen und alle meine Behandlungstermine abgesagt. Es ist einfach nicht möglich, die geforderten Sicherheitsabstände, ist nachvollziehbar, als Physiotherapeut einzuhalten, weil immer Körperkontakt besteht. Leider gibt es jetzt zwar Versuche, eine Ausfallszahlung für unsere Berufsgruppe zu erwirken, aber das scheitert alles. Ich und viele meiner Kollegen stehen damit vor einer existenziell bedrohlichen finanziellen Krise. Wahrscheinlich auch eine politische Lösung, die da gefunden werden muss, oder fällt Ihnen? Unbedingt. So wie das klingt, ist der Herr selbstständig. Er hat keine Verordnung, die ihn jetzt betrifft, wie bei dem Friseur, dass er das Geschäft jetzt nicht betreiben darf. Allerdings steht er vor der gleichen Problematik und ist in derselben Situation. Es wurde jetzt im Parlament auf den Weg gebracht, ein großes Hilfspaket, eben gerade für kleine Betriebe. Wie das genau aussehen wird, da muss man die entsprechenden Verordnungen abwarten. Aber ich gehe davon aus, dass solche Betriebe ähnlich behandelt werden wie Friseurbetriebe. Ihr Schlusswort, Herr Volksanwalt, wir müssen aus zeitlichen Gründen zum Ende kommen. Ja, es ist eine außergewöhnliche Situation. In dieser außergewöhnlichen Situation ist der Rechtsstaat gefordert, notwendige, zweckmäßige, verhältnismäßige Maßnahmen rasch zu treffen. Ich glaube, das ist im Großen und Ganzen gelungen. Es wird jetzt daran liegen, wie werden die nächsten Schritte gesetzt, wie transparent ist das für die Menschen, wie werden schwierige Situationen eingefangen. Ich hoffe, dass das alles in kürzester Zeit auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und ich möchte schließen mit einem Dank an alle, die jetzt den Staatsbetrieb aufrechterhalten, die uns mit Lebensmitteln versorgen, die das Gesundheitssystem am Laufen halten und die trotz dieser Krise arbeiten gehen müssen. Dem Dank können wir uns nur anschließen. Und ich bedanke mich und möchte mich ausdrücklich bei den beiden Universitätsprofessoren bedanken, die, glaube ich, allgemein verständlich und sehr kompetent Fragen geklärt haben, die uns alle momentan betreffen. Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ja, das war nur ein kleiner Teil der Fragen, die wir von Ihnen bekommen haben. Viele sind heute leider auch unbeantwortet geblieben aus zeitlichen Gründen. Wir wollen das nächste Woche fortsetzen.